Morgen, ihr Lieben. Heute melde ich mich mal direkt aus meinem Atelier. Mir geht es nicht anders als den meisten Menschen jetzt auch auf der ganzen Welt. Ich habe jetzt im Moment sehr viel Freizeit. Das heißt, meine Kurse sind abgesagt im Moment. Und ich betätige mich hier also sehr ausgiebig mit der Malerei. Was ihr vielleicht auch schon an den Videos gemerkt habt, ist, dass die Bilder auch ein bisschen dieser Challenge Corona entgegenwirken wollen. Die haben einfach mehr Farbe als sonst. Und ich versuche beim Malen jetzt auch mal zwischendurch das alles zu vergessen. Ja, leider, wie bei vielen anderen, ist es bei mir auch so, da ich ja selbstständig bin, dass jetzt also viele Einnahmen wegbrechen. Mir bleibt noch der YouTube-Kanal, über den ich ein bisschen Einnahmen generieren kann. Ich hoffe, dass ihr da auch Freude dran habt und dass ihr damit was anfangen könnt und dass euch die Zeit einfach ein bisschen vertreibt. Ja, ich wollte euch heute einfach mal ein paar Bilder aus meinem Atelier zeigen und wir beginnen gleich vorne an der Haustür und ich gehe mal einmal so rund und zeige und erkläre euch alles, damit ihr so ein bisschen Einblick habt in meine Wohnwelt, in mein Umfeld, wie es hier so aussieht und was ich hier gerade so mache. Ja, wir fangen direkt mal bei der Haustür an. Wie ihr seht, das ist ein älteres Haus und gehen wir mal direkt in den Flur rein und hier seht ihr dann schon, okay, hier ist viel renoviert worden. Da ist auch noch ein weiteres Bild von mir. Da ist die Garderobe. Ich schwenke mal ganz langsam. Ich kenne mich mit der Filmerei so ohne Stativ jetzt gar nicht so aus. So, hier ist der Flur. Da sind ein paar meiner Dekalkomanien. Und hier auch. Die kennt ihr vielleicht aus einem anderen Video schon. Das sind die gefalteten Dekalkomanien, die so ein bisschen dreidimensional aussehen. In den Schaukästen. Ja. Hier oben geht es zu meinem Privatbereich hoch. Da unten ist es zum Keller. Und hier geht es in unsere Küche, die auch als Atelierküche genutzt wird. Also hier kann man sich einen Kaffee zubereiten oder einen Tee. Und wenn wir Mittagskurs haben, dann gibt es hier auch mittags einen kleinen Imbiss. Mitunter, nicht immer. Hier geht es raus in den kleinen Garten. Da ist es heute Morgen aber noch ein bisschen zu kalt zu. Der kann auch genutzt werden bei den Kursen. Da gibt es ein weiteres Bild und direkt hier geht es dann hinein in das Atelier. Hier ist also unser Essbereich. Hier sitzen wir dann während der Pause und können auch ein bisschen in den Garten gucken oder wir sitzen draußen im Garten auf der Terrasse in der Pause. Ja, und jetzt schwenke ich mal und jetzt kommt das kleine Atelier, hier meine Utensilien, Malmaterialien. Leider ein bisschen Gegenlicht, aber wie ihr seht, ist es schön hell. Vier Tische zum Malen. Und schön ausgelegt alles, damit man auch ein bisschen Freiheit hat beim Malen und nicht immer auf jeden Spritzer achten muss. Hier steht noch eine Skulptur eines befreundeten Künstlers. Die hat er hier gefertigt, beziehungsweise hier zu Ende gestaltet. Dann, das ist die Skulptur von Alfons Thesing, nennt sich Heiko aus Lindeneusen. Dann zwei kleine Bildchen von mir. Also wie gesagt, ich bin jetzt im Moment dabei, etwas farbiger zu werden und ja, so sieht das dann vielleicht aus. Okay, hier so mein Tisch. Das sind vier Tische eigentlich, vier Maltische für die vier Teilnehmer. Und wenn ich male, dann ist es so, dass ich dem wahrscheinlich alle vier Tische brauche. Also nicht wahrscheinlich, ich brauche alle vier Tische.
und breite mich so weit wie möglich aus. Und das sieht dann manchmal aus wie ein Chaos. Hier auf der gegenüberliegenden Seite noch die Sachen, die gerade noch nicht fertig sind und in Arbeit. Ja, mein Stativ, wo ich filme. Ja, unser Kamin für den Winter, wenn es kühl wird. Also ein kleines Atelier, aber ich fühle mich sehr wohl hier. So, das war's eigentlich auch schon. Mehr wollte ich euch heute eigentlich gar nicht zeigen. Ein neuer Film ist noch in der Mache. Mal sehen, wann ich den fertig bekomme. Und ich freue mich dann auch, wenn alles wieder vorbei ist und wenn die Krise vorbei ist und wenn ihr alle gesund und munter alles überstanden habt. So, das war's jetzt eigentlich schon, der kleine Rundgang. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und munter und verliert nicht den Mut. Ich bin sicher, irgendwann ist alles wieder so, wie es vorher war oder vielleicht sogar noch besser. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bleibt kreativ. Tschüss!